Ich will erstmal die Niedersachsenwahl kurz kommentieren. Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir nicht reingekommen sind. Wir hätten gerne gestern den Einzug gefeiert, zumal es doch außerordentlich knapp war. Uns haben gerade mal 0,4% gefehlt. Trotzdem bewerten wir das Ergebnis positiv. Die Balken zeigen nach oben. Wir haben 1,5% dazu gewonnen. Die Aktiven in Niedersachsen haben einen tollen Wahlkampf gemacht, was ja gar nicht einfach ist nach so einer schweren Bundestagswahl und nach so viel Engagement, dann sich noch mal 3 Wochen auf einen Landtagswahlkampf zu konzentrieren. Die Spitzenkandidaten Anja Stöck und Henning Adler waren rund um die Uhr im Einsatz und haben jederzeit ein offenes Ohr für die Bürger und Bürgerinnen gehabt. Es ist uns gelungen, die Themen in den Vordergrund zu setzen, die für uns Kernfragen sind, die wachsende Armut in Niedersachsen, der Mangel an Bildungsangeboten, an gleichberechtigter Bildung, die Wohnungsnot in vielen Bereichen, das fehlende bezahlbare Wohnraum und die Zunahme prekärer Arbeit und auch die unterdurchschnittliche Verdienste, Löhne in Niedersachsen. Das sieht man auch daran, dass die Kompetenzwerte der Linken in Niedersachsen, was die Frage soziale Gerechtigkeit angeht, deutlich gestiegen sind, aber auch was Bildung angeht und auch die Kompetenzwerte sogar gestiegen sind zur Bearbeitung von Flüchtlingsfragen. Alles das steht auf der positiven Seite. Besonders hervorheben möchte ich, dass wir bei den Erstwählern und bei den Wählerinnen bis 24 Jahre 10% bekommen haben, dass wir in der Altersgruppe bis 30-Jährige bei über 7% sind. Also hier zeichnet sich auch ab, dass sich in Niedersachsen der Trend fortgesetzt hat. Wir werden zunehmend von jungen Leuten gewählt. Wir haben hervorragende Ergebnisse in den Großstädten. Hannover, Linden zum Beispiel über 13%, sprich dort, wo wir präsent sind, da wo wir arbeiten, wo wir für die Bürger erfahrbar und erlebbar sind, haben wir deutlich zugelegt. Das ermuntert uns. Wir haben natürlich Schwächen. Die Schwächen sind insbesondere im ländlichen Bereich. Das scheint ein bisschen länger zu dauern, bis wir da überall heraufgeklettert sind. Und haben eben auch Regionen, in denen wir als doch relativ kleine Parteien nicht genügend verankert sind, haben wir Probleme. Und wir müssen uns natürlich mit der Frage beschäftigen, warum wir bei Landtagswahlen weniger Wähler und Wählerinnen mobilisieren können wie bei Bundestagswahlen. Wir haben da einfach bei allen Wahlen, also das betrifft nicht nur Niedersachsen, sondern auch bei den anderen Flächenländern, einen Drift zwischen Bundestagswahlen und Landtagswahlen von 1,5 bis 2%. Der muss uns beschäftigen, wo offensichtlich die Linke immer noch stärker als bundespolitische Partei angesehen wird wie als landespolitische Kraft. Trotzdem, wir kriegen einen sehr starken Zulauf an neuen Mitgliedern, auch in Niedersachsen. Das ermuntert uns alle, dass wir auf dem aufsteigenden Ast sind in den westlichen Flächenländern, dass es aber noch eine gewisse Zeit braucht, bis eben der endgültige Durchbruch erreicht ist. Ja, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Es ist ärgerlich, dass wir heute kein Ergebnis kommentieren können, wo eine 5 vorne steht. So, alles andere wäre egal gewesen. Zwischendurch sah es ja mal am Wahlabend so aus, 4,8. Da habe ich gedacht, na 0,2% Veränderung sind noch drin, waren dann auch leider in die falsche Richtung. Es gibt einiges, was uns tröstet. Bernd Rixinger hat das alles benannt, dass in der Tendenz die Kurve nach oben geht und wir bei jungen Leuten gut abschneiden. Man muss natürlich sagen, dass das ein Wahlkampf unter besonders schweren Bedingungen für uns war. Wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt zwischen SPD und CDU, ist es für kleinere Parteien immer schwerer. Das hat natürlich auch potenzielle Wähler von uns abgezogen. Generell zur jetzigen Situation muss man sagen, Niedersachsen ist auch ein Land mit sozialen Problemen. Die Kinderarmut ist unter Rot-Grün gestiegen. Viele Krankenhäuser sind privatisiert worden. Und solch ein Land braucht eine starke Linke. Wir hätten das gerne im Landtag gemacht. Jetzt werden wir es wohl in der außerparlamentarischen Opposition machen. Druck für soziale Gerechtigkeit.
Ja, von meiner Seite noch als Ergänzung. Natürlich, für uns Niedersachsen ist das ein sehr bitteres Ergebnis, obwohl wir eigentlich stärker geworden sind, dazu gewonnen haben, in den Städten auch wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt haben, dann trotzdem, dass es für den Einzug nicht gereicht hat. Da müssen wir uns natürlich auch kritisch fragen und das Ergebnis auch kritisch untereinander bewerten, woran es gelegen hat, dass wir nicht noch mehr Menschen für uns begeistern konnten, gerade eben in den ländlichen Regionen. Das sind einfach Bereiche, wo wir noch sehr viel stärker Menschen für uns gewinnen müssen. Und es ist bitter, obwohl wir dazu gewonnen haben, haben wir letztlich, muss man sagen, haben wir den Einzug nicht geschafft. Aber wir haben so gesehen natürlich auch die Wahl in gewisser Weise verloren. Aber unseren Auftrag haben wir deswegen ja nicht verloren. Und wir werden in der außerparlamentarischen Opposition weiter kräftig Politik machen. Ja, ich war gestern Abend bei der Wahlfeier in Hannover, der zentralen Wahlparty. Und die Stimmung dort war nicht so, dass es resigniert war, nicht, dass wir da niederliegen, sondern sie war trotzig. Es war trotzdem eine Stimmung, wir wachsen, wir werden stärker, wir werden mehr. Und das ist eine Entwicklung sozusagen, die auch neuen Mut schöpft. Und diese Enttäuschung wollen wir jetzt auch drehen in Richtung neuen Mut. Ich will auf eine Nuance hinweisen. Wir haben immer im Wahlkampf gesagt, nur wenn die Linke reinkommt in den Landtag, gibt es eine Mehrheit links von CDU, FDP und AfD. Das ist tatsächlich jetzt so geworden. Wir haben ein etwas seltsames Ergebnis. Es gibt de facto eine Mitte-Links-Mehrheit in der Wahlbevölkerung. Also SPD, Grüne als Mitteparteien und die Linke haben zusammen über 50% der Stimmen. Aber im Landtag gibt es eine rechte Mehrheit. Und Ministerpräsident Weil muss sich schon fragen, ob es richtig gewesen ist, in dieser Situation nach links auszuteilen und zu versuchen, die Linke schwach zu reden, mit der Konsequenz, dass er jetzt bei FDP und CDU buhlen muss, um die Zustimmung für seine Wiederwahl zum Ministerpräsidenten. Das ist auch ein Stück weit ein Eigentor. Das hätte auch anders laufen können. Und aus dieser Perspektive fühlen wir uns in dem Hinweis, den wir gegeben haben, nur eine Linke im Landtag ist die richtige Antwort auf den Rechtsruck in der Gesellschaft, bestärkt. Und hätten uns natürlich gewünscht, dass es 0,4% mehr gibt, weil wir dann auch versucht hätten, die Politik im Land nach links zu verschieben, mehr für soziale Gerechtigkeit zu tun, für die sozial-ökologische Erneuerung des Landes, gegen die Kungeleien bei VW. Nun ist unsere Mutmaßung, dass Stefan Weil und vielleicht auch die Grünen viele Wähler enttäuschen werden, wenn sie jetzt FDP und CDU Zugeständnisse machen müssen. In dieser Woche beginnen ja auch die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene für Jamaika. Und die passieren natürlich im Lichte der Niedersachsenwahlen. Die Niedersachsenwahl war eine Schlappe für die CDU. Der Angela-Merkel-Effekt hat sich verkehrt. Und man muss sagen, Angela Merkel geht geschwächt aus den Landtagswahlen in Niedersachsen hervor. Der CDU droht nun ein Weg in Richtung Kurz, wie in Österreich. Es gibt ja erste Berichte von jungen Unionsgruppen, die nach Österreich zu Kurz pilgern, um sich zu beraten. Und das heißt, es steht natürlich zu befürchten, dass im Zuge der Jamaika-Verhandlungen so wichtige Themen wie Kampf gegen Armut, soziale Mindeststandards, aber auch Flüchtlingsschutz komplett im Bermuda-Dreieck auf dem Weg nach Jamaika verloren gehen. Und deswegen wiederhole ich meine Aufforderung an alle Parteien, die links der CDU stehen. Für unser Handeln muss es jetzt eine Richtschnur geben, nämlich dass die soziale Spaltung in diesem Land überwunden werden muss. Wir brauchen jetzt keinen endlosen Berliner Machtpoker zu dem Thema Obergrenze für Geflüchtete, sondern was wir wirklich brauchen in diesem Land, ist eine Untergrenze gegen Armut. Und diese Untergrenze sollte bei null liegen, denn Armut muss ein Fremdwort in diesem reichen Lande werden. In der aktuellen gesellschaftlichen Situation ist unsere Aufgabe als Linke klar. Wir stehen für einen klaren Kurs für soziale und ökologische Opposition. Da sind wir beide uns einig. Da sind wir uns auch einig mit den beiden Spitzenkandidaten Sarah und Dietmar. Die Linke wird all denjenigen in diesem Land Feuer unterm Hintern machen, die glauben, mit Jamaika einer Koalition der Reichen auf dem Rücken der Armen und der Mittelschichten durchführen zu können. Wir werden da auf jeden Fall Druck entfalten. Ja, ich will noch ein paar kurze Bemerkungen zu Österreich machen. Das Ergebnis in Österreich ist erschreckend. Die ÖVP ist praktisch mit einem FPÖ-Programm angetreten. Das wäre ungefähr so, wie wenn die CDU hier mit einem AfD-Programm antritt. Zwei Parteien deutlich rechts von der Mitte haben die Wahl gewonnen.
mit zum Teil ganz fremdenfeindlichen und rechtspopulistischen Positionen. Das ist erschreckend. Sozialdemokratie ist nur dritte Kraft geworden, was eben darauf hinweist, dass überall, wo die Sozialdemokratie nicht mehr erkennbar ist als linke sozialdemokratische Partei, sondern sich in großen Koalitionen zum Teil aufgibt oder zum Teil sogar neoliberale Politikelemente mit übernimmt, wird sie erodieren und schwächer werden. Wir können natürlich nicht die Wahlen in Österreich beeinflussen, aber wir können unsere Lehren für Deutschland rausziehen. Und die Lehren sind völlig klar. Man muss eine Alternative haben zum konservativ-bürgerlichen Block. Diese Alternativen spielen sich insbesondere auf dem Feld der sozialen Gerechtigkeit ab. Also ein Programm gegen Wohnungsnot, ein Programm für bezahlbare Wohnungen, ein Programm gegen prekäre Arbeit, ein Programm für höhere Löhne und bessere öffentliche Daseinsvorsorge ist das beste Mittel gegen den Vormarsch der Rechten. Alles andere wird zusätzlicher Nährboden für die Rechten sein. Und dazu kommt, man muss eben klare Positionierung haben gegen Rassismus, gegen Nationalismus und gegen die extreme Rechte. Man darf ihnen nicht den öffentlichen Diskurs überlassen oder dass sie sogar den öffentlichen Diskurs bestimmen können. Dafür braucht es Kräfte in der Gesellschaft, die sich dem stellen, weil das hat sich auch gezeigt, sie einfach zu verschweigen, funktioniert auch nicht. Diese Auseinandersetzungen auf den verschiedenen Politikebenen werden wir hier führen. Und es wird die Entscheidung der Sozialdemokratie sein, ob sie da mitmacht oder ob sie ihren eierlichen Kurs so weiterführt oder nicht.